Kollege, Dame Kaspada, dobro jutro. Das sagt schon Herr Sasse. Guten Tag an alle. Ich begrüße Sie heute alle in unserer Veranstaltung. Und diese Veranstaltung ist den Instrumenten für Agrarpolitik gewidmet im Bereich der ländlichen Entwicklung. Ich hoffe, dass Sie alle mich alle verstehen. Frau Milbert, Sie können mir auch ganz zeigen, dass Sie auch jetzt Übersetzung bekommen. Dann ist alles in Ordnung. Ich würde nicht so lange darüber sprechen, wie wichtig dieses Thema ist. Das verstehen wir ja alle. Wir sehen ja alle, dass die politischen Entscheidungen dass diesen politischen Entscheidungen, diesen wissenschaftlichen begründeten Grundlagen fehlen. Es geht nicht nur um die Ukraine, auch um andere Länder. Und es geht auch nicht nur um die politischen Entscheidungen, sondern auch um Entscheidungen in anderen Bereichen der Politik. Die heutige Veranstaltung hat heute so einen technischen Charakter, so eine technische Ebene. Die Präsentation brauchen wir noch nicht, glaube ich. Das ist so eine technische Veranstaltung zu heute. Wir als Projekt, als APD, behandeln dieses Thema seit 2018. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch die Vertreter des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung Deutschland eingeladen. Das war in der Messe Agro, und wir haben damals so ein Instrument besprochen, Landatlas. Das ist so ein Geosystem, das auch die Lage von verschiedenen Regionen analysiert, und zwar wie die ländlichen Gebiete entwickelt sind. Damals war Frau Fräser, später haben wir auch andere Experten aus Deutschland eingeladen, um dieses Thema zu behandeln. Wir blieben im Kontakt mit Vertretern der Oblast Lviv, Kiew. Und damals haben wir auf die Idee gekommen, dass wir jetzt ein Pilotprojekt vom Landatlas aufbauen. Und jetzt wird auch Landatlas in Deutschland entwickelt, und wir würden das gerne für die Ukraine entwickeln, und zwar für die Regionen Lviv und Kiew. Und diese Erfahrungen und der Fortschritt in diesem Bereich sind vorhanden. Wir können auch das mal zeigen, obwohl wir auch viele Herausforderungen haben, die wir heute noch besprechen. Und wir suchen nach Ihrer Unterstützung, wenn es Ihnen so möglich wäre. Ich freue mich, dass wir heute die Möglichkeit haben, Frau Antonina Milbert einzuladen. Sie vertritt hier das Institut für Baustadt und Raumforschung. Sie ist Expertin in diesem Bereich, und wir haben sie also eingeladen, damit sie auch diese deutschen Erfahrungen darstellt, wie die Indexe, wie die Kriterien aussehen, was die ländliche Entwicklung angeht. Gleichzeitig erzählt sie über die deutschen Erfahrungen, über das Institut selbst. Und wir freuen uns, dass Frau Milbert bei uns heute dabei ist. Noch manche technische Fragen. Also man muss den richtigen Kanal für die Übersetzung wählen. Wenn Sie, Englisch heißt das bei uns Ukrainisch, German heißt das für die deutsche Sprache. Und wir haben heute simultanes Dolmetschen. Vielen Dank, Frau Konstantinova. Schalten Sie bitte Ihre Mikros stumm, damit wir weniger Schall haben und Störungen haben. Ihre Fragen können Sie im Chat stellen. Und im Laufe der Diskussion lese ich Ihre Fragen vor, oder Sie können sie sich auch so melden später. Im Laufe von unserer
Unterstützung von unserem Projekt arbeiten wir natürlich mit dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft zusammen. Und ich freue mich, dass heute wir hier dabei die Vertreter des Ministeriums haben, die dann auch für diese Frage zuständig sind. Ich sehe jetzt diese Vertreterin, ja, Frau Pismena, sie meldet sich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich überleite das Wort an Sie. Vielen Dank. Ich setze mal Ukrainisch zu sprechen. Ich setze mal fort, Ukrainisch zu sprechen. Herr Sass entschuldigt sich für sein Russische. Wir haben da keine sprachlichen Barrieren. In erster Linie war das vorige Jahr schon zu Ende und das war auch ein kompliziertes Jahr für den Staat und für das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft. Das war so ein Jahr der Experimente, als das Ministerium für Landwirtschaft an das Ministerium für Wirtschaft angeschlossen wurde. Aber das war kein großes Hindernis, keine große Barriere für unsere Pläne, die wir auch am Anfang des Jahres gemacht haben. Das ist auch natürlich der Beitrag, darunter auch Beitrag des Projektes. Und ich möchte dem Projekt in erster Linie danken, dass wir sehr viele analytische und begründete Informationen hatten, um Entscheidungen zu treffen. Und im Kontext, und es geht auch darunter um ländliche Entwicklung, um eine Entwicklung der ländlichen Gebiete und aufgrund der analytischen Materialien, aufgrund der Informationen, die wir bekommen haben, haben dann verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Ich erzählte über unser Konzept der ländlichen Entwicklung, wo wir auch vorgesehen haben, dass die ländliche Entwicklung, die ist sehr wichtig und aktuell ist. Wir haben auch vorgesehen, dass jede vereinigte, zusammengeschlossene Gemeinde entsprechende Programme und Konzepte für ländliche Entwicklung entwickeln sollen, wodurch unterscheidet sich das Programm der ländlichen Entwicklung von der Raumordnung insgesamt. Wenn wir dann die gesamte regionale Entwicklung anschauen, dann meinen wir die sozialen Bereiche, die medizinischen Bereiche und viele andere. Was die ländliche Entwicklung angeht, da geht es da in erster Linie um die Entwicklung der Industrie, Industriepotenziale in jeder Gemeinde. Aber dieses Industriepotenzial, jedes Wirtschaftspotenzial, das jede Gemeinde hat. Warum ist es so wichtig? Wenn wir in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jedem Dorf Möglichkeit haben, bestimmte wirtschaftliche Potenziale zu bekommen, dann ist es sehr wichtig. Das ist es auch die Grundlage für die Entwicklung von weiteren Bereichen, vom sozialen Bereich, von anderen. Und deswegen ist die Priorität von unserem Konzept auch die Entwicklung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass wir hier enger mit dem Projekt zusammenarbeiten würden. Bis März möchten wir so einen Aktionsplan entwickeln, wie diese Maßnahme umgesetzt werden sollen. Und dieses Konzept, das wir entwickelt haben, es wird jetzt von allen Behörden abgestimmt und in der nächsten Woche können wir auch dieses Konzept in der Sitzung des Ministerkabinetts vorstellen. Was den Aktionsplan angeht, dann soll dieses Dokument
soll auch begründet werden, wo alle Maßnahmen ganz detailliert besprechen angeht, was das Landatlas angeht, was auch andere Bereiche angeht, alles, was die Beratung angeht und oder diese Farmbetriebe, die Entwicklung der Farmbetriebe angeht und auch die Gastwirtschaft in den ländlichen Gebieten. Wir möchten ganz konkrete Maßnahmen da darstellen und Zuständigkeiten bestimmen, damit diese Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt werden. Das ist kurz zu diesem Dokument. Außerdem möchte ich mitteilen, dass wir auch was initiiert haben, wir möchten jetzt ein Memorandum unterschreiben mit jeder zusammengeschlossenen Gemeinde. In diesem Memorandum möchten wir, wissen Sie, jede Gemeinde soll wissen, dass sie mit uns direkt ohne Vermittlung zusammenarbeiten kann. Und die Zusammenarbeit auf der Ebene der Oblasten, der Regionen planen wir auch, solche Kontakte und Kommunikationen aufzubauen, damit wir den Zugang zu jeder Gemeinde haben. Und in jeder Region, in jeder Oblast gibt es auch so allgemeine Ansätze zur Entwicklung dieser Region, aber wir möchten jetzt individuell arbeiten und zwar mit der Entwicklung jeder Gemeinde. Jede Gemeinde hat ihre Spezifika, ihre Besonderheiten und deswegen arbeiten wir auch natürlich mit den Oblastverwaltungen zusammen, aber wir orientieren uns auf die direkte Zusammenarbeit mit Gemeinden. So war das so kurz gefasst, um die Zeit in Anspruch nicht zu nehmen. Das planen wir für dieses Jahr, für die ersten Schritte, was wir schon heute machen. Und ich glaube, dass im Laufe von einem Monat können wir auch mit Ihnen unseren Aktionsplan zusammen erstellen, was wir mit Ihnen zusammen machen können, welche Veranstaltungen, welche Maßnahmen wir einleiten können für dieses Jahr, um diese Zusammenarbeit fortzusetzen, wie es auch im vorigen Jahr der Fall war. Ich wünsche uns allen heute eine schöne Veranstaltung, eine gute Veranstaltung und alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank, Natalia. Unser Projekt ist sehr interessiert und sehr dankbar an der Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Wir planen auch in diesem Jahr, wie schon im vorigen Jahr, Regionalveranstaltungen mit den OTGs. Weil auch wir der Überzeugung sind, dass dort Kapazitäten für die Entwicklung, insbesondere auch der Landwirtschaft, aufgebaut werden müssen. Vielen Dank nochmal, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass natürlich die Landwirtschaft nur ein Segment der wirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum ist, aber ein wichtiges Element und in vielen OTGs eigentlich das wichtigste Element. Und wir sind manchmal etwas verwundert, wenn wir die OTGs besuchen und feststellen, dass es eigentlich bisher keine Ressourcen gibt für die Verwaltung der Landwirtschaft, obgleich zur gleichen Zeit die Steuereinnahmen in der OTG sich zum größten Teil dann zusammensetzen aus den Einnahmen aus der Landwirtschaft. Heute soll es ja auch im Wesentlichen um den Beitrag der Landwirtschaft zur Entwicklung der ländlichen Räume gehen. Ich habe noch eine Frage, wenn Sie gestatten, an Sie, Frau Bismender. Ich habe in den Äußerungen des Ministers, Herrn Leschenko, gehört, dass eine neue Strategie der landwirtschaftlichen Entwicklung bis 2030 erarbeitet werden soll. Können Sie vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen? Wann wird es losgehen? Was ist geplant? Wie soll sich diese Strategie strukturieren? Haben Sie Informationen dazu? Meine Frage an Sie. Ja, absolut.
Das ist genau die Strategie der ländlichen Entwicklung bis 2030, die ich eigentlich schon erwähnt habe. Kurz gefasst, was dieses Dokument angeht, wir versuchten dieses Dokument auf Grundlage von drei Bestandteilen zusammenstellen: wirtschaftlich, sozial und auch so Industriebestandteil. Und in der letzten Veranstaltung haben wir ganz konkret dieses Dokument besprochen, jedes Kapitel von diesem Dokument besprochen. Und jede Person kann sich damit bekannt machen. Wir haben das alles auf der Webseite veröffentlicht. Und wir können Ihnen auch dieses Dokument an das Projekt schicken und Sie können auch an alle weiteren. An alle Partner des Projektes weiterschicken. Das ist so kurz gefasst. Das Dokument selbst ist ziemlich groß und wenn ich jetzt zu jedem Punkt sprechen würde, dann nehme ich viel zu viel Zeit in Anspruch. Aber ich möchte mal sagen, wir versuchten, dieses Dokument real darzustellen. Wir wollten da keine Postulate darstellen, die der Wirklichkeit gar nicht entsprechen. Wir wollten, dass das alles den Problemen, den Realitäten entspricht, diesen Steuerlasten entspricht, die wir heute haben. Wir haben auch absolut reale Ziele gestellt. Und wir hoffen, dass diese Ziele umsetzbar sind in diesem Konzept. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, das zu erreichen, was wir auch in diesem Konzept. Das ist die Entwicklung der Genossenschaften, die Steigerung der Zahl der Genossenschaften. Sie sehen ja, dass diese Vereinigungs. Das ist auch vielleicht auch die Besonderheit der ukrainischen Mentalität, dass die Menschen trotzdem versuchen, alleine zu bleiben. Und es ist kompliziert, sich zu vereinigen. Oder die Menschen wissen gar nicht, sie haben dann vielleicht auch diese Informationen über die Potenziale und über die Möglichkeiten nicht, die sie mit dieser Vereinigung erreichen können. Und in diesem Konzept haben wir diese Aspekte auch mal vorgesehen. Aber leider funktioniert das in der Ukraine noch nicht ganz gut. Und diese 10 Jahre bis 2030 haben wir vor, diese Tendenz zu brechen. Wir versuchen ja auch die Mentalität von unseren Bürgern, von unseren OTHs zu verändern. Und wir haben schon heute positive Beispiele, wenn sich die Menschen in Genossenschaften vereinigen, dann arbeiten sie viel besser, viel effizienter. Und das bringt ja Nutzen nicht nur für diese Produzenten, sondern auch für die ganze Gemeinde. Und den Text von diesem Dokument schicken wir einfach an das Projekt und das war so eine kurze Fassung. Wenn es noch Fragen gibt, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Frage nicht. Vielen Dank, Frau Klenner. Vielleicht ein Vorschlag. Wir sind gern bereit, bei der Erarbeitung solcher Strategien zu unterstützen. Eine kurze Anmerkung. Wir halten es immer für wichtig, dass die Landwirtschaft, die Agrarwirtschaft ausreichend in die Erarbeitung solcher Strategien involviert wird. Wir als APD haben schon mehrere Strategien begleitet. Ich kann mich erinnern an die Strategie 2015, 2020. Und eines der Defizite war dann, dass die Agrarwirtschaft nicht ausreichend involviert war und dass dann natürlich auch das Interesse der Öffentlichkeit und der Agrarwirtschaft dann relativ gering war, an der Umsetzung einer solchen Strategie mitzuarbeiten. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Ich will auch gar nicht jetzt die Vertreter der Agrarwirtschaft hier
motivieren, noch einen Beitrag zu der Diskussion zu leisten. Wir haben heute einen anderen Gegenstand. Ich freue mich auch trotzdem, dass wir kurz über dieses Thema sprechen können. Gearbeitet mit Oblastverwaltung aus Lwów und auch mit der Oblastverwaltung des Kiew, also Kiewer Oblast. Ich weiß nicht, ob es Vertreter gibt, insbesondere haben wir in den letzten Monaten sehr eng mit Konstantin Dovgan zusammengearbeitet, der Leiter der Kiewer Agrarverwaltung. Sind Vertreter aus der Oblastverwaltung hier anwesend und vielleicht möchten Sie kurz noch einen Satz sagen, bevor wir dann in die Schurewe. Ist hier als Vertreterin oder ist Konstantin auch selbst hier? Sonst, Lina, würden Sie ein paar Worte vielleicht sagen? Nicht, sie ist nicht da. Gut, dann würde ich übergehen zur Präsentation, die wir kurz vorbereitet haben. Wir stehen in der Zusammenarbeit mit unseren ukrainischen Partnern. Ich bitte mal, die Präsentation zu laden. Es ist eine Präsentation, die von Maria Jaroschko vorbereitet wurde, die bisher dieses Thema sehr intensiv begleitet hat. In Zukunft wird das Thema stärker bei unserem Mitarbeiter Simon Jurk liegen. Das ist eine Präsentation, die vorbereitet wurde für eine Veranstaltung bereits, um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, wo wir stehen. Nächste Folie. Nächste Folie, bitte. Simon, Jewgenia, könnten Sie bitte die nächste Folie einschalten? Vielen Dank. Ja, es geht also darum, dass wir, bitte, hier bleiben, okay. Wir haben in Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Experten versucht, auf der Grundlage der Daten und der georeferenzierten Daten, also der Shapes, uns versucht anzunähern an die Entwicklung eines solchen Landatlas, und zwar hier auf der Grundlage der Rajons. Nächste Folie. Für das Kiewer Gebiet, wie Sie hier sehen. Nächste Folie. Nächste Folie. Und wir haben dort verschiedene Kennziffern versucht zu benutzen und unter anderem die Erträge pro Hektar, die Gesamtproduktion in Hrivna. Wir haben das dann bezogen auf bestimmte Kriterien, zum Beispiel auf die Bevölkerungsdichte, auf die landwirtschaftliche Fläche, und haben daraus auch versucht, einige Indexe herzuleiten, unter anderem, nächste Folie. Nächste Folie, bitte. Ich glaube, das Ganze hängt ein bisschen, das System. Und die wichtigste Kennziffer, die wir dann hier benutzt haben, wieder zurück, bitte. Die letzte Kennziffer, die hier ausgewiesen ist, und das ist auch die Karte, die Sie jetzt hier sehen, das ist die Gesamtproduktion der Landwirtschaft bezogen auf den pro Kopf und auf ein Quadrat.
Kilometer. Und hier sehen wir bestimmte Rajone des Kiewer Oblast, die besonders einen besonders hohen Index ausweisen. Zum Beispiel der Brabarski-Rajon ist hier, fällt hier auf. Und dann gibt es natürlich andere, etwas weniger entwickelte. Und das ist genau der Ansatz dieses Landatlas zu, inwieweit bestimmte Gebiete eine besondere Entwicklung erreicht haben, beziehungsweise noch zurück sind. Weiter. Welche Herausforderungen gibt es dabei? Und die wichtigste ist sicher die Datenbeschaffung. Nächste Folie. Die wichtigste ist die Datenbeschaffung, also das heißt die verschiedenen Kriterien und Indikatoren mit Bezug zur Landwirtschaft und natürlich auch mit Bezug zur Gesamtentwicklung. Die jetzt laufende Dezentralisierung in der Ukraine, die zur Vergrößerung von Rajons führt und die gleichzeitig die Gestaltung der vereinigten territorialen Gemeinden im Auge hat, führt natürlich auch zu besonderen Herausforderungen, weil die Datenstruktur im Moment sehr stark in Bewegung ist. Wir haben also die alten Rajons mit den alten statistischen Erhebungen. Wir haben neue Rajons, wo noch keine Daten vorhanden sind. Man muss lächeln, alles sehr kompliziert und wir haben auf der Ebene der OTGs eigentlich noch gar keine gute Datengrundlage. Dass der gesamte Prozess der Dezentralisierung kompliziert im Moment die Arbeit am Landatlas. Das muss man, glaube ich, so sagen. Wir versuchen, gute administrative Strukturen, also diese Shapefiles zu bekommen. Das sind also die Karten. Auch hier gibt es Probleme. Es ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denkt, dass man zum Geokatasteramt geht und dort sich diese Karte dann lädt. Nur begrenzt zugänglich. Wir haben sie bekommen in Strukturen, die eigentlich nicht verwertbar sind. Also hier besteht ein großes Problem. Und weiter natürlich gibt es methodische zusammenfassenden Kriteriums über den Beitrag der Landwirtschaft zur Wohlfahrtswirkung in den jeweiligen Gebieten. Gerade zu diesem Thema haben wir ja heute Frau Milbert eingeladen und ich freue mich, dass sie nachher uns einige Ergebnisse und Erfahrungen aus Deutschland in diesem Bereich mitteilen wird. Wer Nutznießer dieser Slide? Natürlich die verschiedenen Interessenvertreter im Agrarsektor. Ich hoffe auch natürlich die politischen Interessenvertreter. Halten wir hier auch für wichtige adressiere ich mich noch einmal auch hier an diesem Bereich über die Zusammenarbeit mit dem Ministerium und mit den Oblastverwaltungen. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten diesen Jahres mit Unterstützung unserer Kollegen und Experten aus Deutschland vorankommen und auch mit Unterstützung dazu später vielleicht noch etwas im Detail sagen. Ich möchte an dieser Stelle erstmal meinen Vortrag abschließen. Und würde Frau Milbert zu Ihrem Vortrag, weil ich muss hier kurz die Location wechseln. Insofern, ich bin einer Minute wieder online, aber ich übergebe zunächst mal an Frau Milbert zu Ihrem Vortrag. Bitte schön, Frau Milbert. Ja, vielen Dank. Vielen Dank überhaupt für die Einladung zu diesem Vortrag. Wir hatten darüber gesprochen, über unseren Beitrag, also beziehungsweise welche Erfahrungen wir berichten können, die Ihnen vielleicht hilfreich sind. Ich habe jetzt meinen Vortrag ein wenig fokussiert auf die Frage, was ist überhaupt der ländliche Raum? Und ich bin auch Frau Büsmänner in ihren Worten sehr dankbar, weil sie schon auf den Unterschied zwischen ländlicher Entwicklung und Raumordnung darauf hingewiesen hat. Vielleicht können Sie meine Präsentation jetzt einspielen. Genau.
Richtig. Ich möchte, also bitte nächste Folie bitte. Ich möchte ganz kurz erläutern, ein bisschen von meinem Hintergrund, in welchem Institut ich arbeite, auf welcher Basis wir auch ein Monitoring der Raumentwicklung, ein räumliches Informationssystem haben. Dann ganz speziell, wie wir als Institut den städtischen und ländlichen Raum definieren. Und im Gegensatz dazu oder beziehungsweise parallel dazu hat das Thün-Institut für das Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung auch eine Abgrenzung ländlicher Räume definiert. Die möchte ich Ihnen auch erläutern, also die ja auch Basis des Landatlas in Deutschland ist, und beide Abgrenzungen mal vergleichen. Nächste Folie bitte. So, ja, ich arbeite im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Das ist ein Institut, das im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung angesiedelt ist. Und wir sind ein Forschungsinstitut als obere Bundesbehörde, die für das Ministerium zuständig, also zuarbeitet, das gerade die Federführung für die Bundesraumordnung innehat. Und unsere Forschungsschwerpunkte sind Bauen, Wohnen, Städtebau, Stadtentwicklungspolitik, aber auch ganz besonders Raumordnung und Raumentwicklungspolitik. Und für diese Aufgabe der Raumordnung und Raumentwicklungspolitik führen wir ein Monitoring-System, ein räumliches Monitoring-System. Nächste Folie bitte. Dass wir dieses Monitoring-System führen, ist erstmalig 1998 auch im Bundesraumordnungsgesetz gesetzlich verankert worden. Wir haben dieses räumliche Informationssystem viel früher schon gestartet, aber mit dieser gesetzlichen Verankerung haben wir natürlich auch viel stärkere Bedeutung erhalten, dass diese Informationen eben halt zusammengetragen und regelmäßig auch über die räumlichen Entwicklungen berichtet wird. Wir berichten also über die gesamträumlichen Entwicklungen in unterschiedlichen räumlichen Gliederungen. Also wir berichten über die Entwicklungen auf Gemeindeebene, auf Kreisebene, also eher regionsspezifisch und stellen so die Informationen zur Verfügung über die Entwicklungen der Teilgebiete Deutschlands machen Analysen dazu, um auch sehen zu können, wie ob die Entwicklungen gleichlaufend sind oder wo große Disparitäten eventuell entstehen, wo auch dann gesetzliche Eingriffe angeraten sind oder politische Fördermaßnahmen greifen sollten. Natürlich machen wir auch Analysen dazu, wie sich die europäische Integration auch auf die räumliche Entwicklung in Deutschland auswirkt. Das ist eben halt auch ein Aspekt. Nächste Folie bitte. Ich möchte ein bisschen zurückgreifen, um zu erläutern, wie jetzt die Raumordnung in Deutschland in diesem, wir sind ja sehr föderal organisiert, wie das strukturiert ist. Man muss dazu sagen, dass die Bundesraumordnung nur eine rahmengebende Kompetenz hat. Die eigentliche Planungskompetenz liegt in Deutschland, was Raumplanung anbelangt, auf den Bundesländern, auf den 16 Bundesländern. Und Frau Püssmänner sprach auch schon an, dass sie direkt mit den Gemeinden kooperieren will und ihre Unterstützungsleistung anbieten will. Das ist zum Beispiel in Deutschland nicht in der Art möglich. Wir können zwar auch Programme für Gemeinden auflegen, aber dazwischen steht immer noch die Ebene der Bundesländer, die dann quasi mit den Gemeinden dann direkt beratschlagen, wie jetzt die Förderprogramme genau ausgestaltet werden sollen. Also wir haben im Prinzip ein Gegenstromprinzip, das von der europäischen Ebene anfängt, dann auf die Bundesebene, über die Länder, auf die Regionen und zuletzt dann auch auf die Kommunen. Und entsprechend
Umgekehrt läuft es dann, wenn es um auch Informationen geht, dass wir angewiesen sind, also wir als Institut, wenn wir Daten zusammentragen und Informationen aufbereiten, dass wir diese Informationen dann von Kommunen und den Ländern zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir ein gesamträumliches Informationssystem aufbauen können. Nächste Folie bitte. Ja, diese Karte möchte ich nur eigentlich zur Illustration zeigen. Das ist die Karte, die zusammenstellt, auf welchen räumlichen Abgrenzungen bzw. mit welchen Raumkategorien die einzelnen Bundesländer ihre Planung, ihre Entwicklungsstrategien formulieren. Und Sie sehen einfach an dieser Karte, ohne dass Sie jede Farbe in ihrer Bedeutung erklärt wissen müssen, dass es sehr, sehr, sehr heterogen ist. Jedes Land hat eigentlich seine eigene Vorstellung davon, wo es Ballungsschwerpunkte gibt und wo es mehr räumliche Teilgebiete gibt. Aber sie sind sehr heterogen in dem, wie sie abgegrenzt sind und wie differenziert quasi die Räume oder das Bundesland jeweils betrachtet wird. Das sind natürlich dann für uns, wenn wir gesamträumlich, also für die Bundesrepublik gesamt ein System, ein Monitoring-System aufbauen wollen und analysieren wollen, wie sich der ländliche Raum gegenüber zum Beispiel dem städtischen Raum entwickeln will, müssen wir aus der Sicht der Bundesraumordnung ein eigenes Kriteriensystem finden, was ländlicher Raum ist oder was städtischer Raum ist. Nächste Folie bitte. Also ich sprach es ja schon an, dass es sehr, sehr heterogene Kriterien gibt. Manche sprechen vom Ballungsraum, andere vom Agglomerationsraum, andere sprechen wieder von einer Stadt-Umland-Beziehung, einem Kern-Umland-Bereich, von ländlichen Räumen, von ländlichen Gebieten. Also die Begriffsvielfalt ist sehr groß. Und es gibt deswegen auch, also wenn man diese Begriffe übersetzen will in Zahlen und ein Beobachtungssystem, dann muss man sich wieder darüber Gedanken machen, mit welchen Kriterien man genau bestimmte Phänomene oder bestimmte Klassifizierungen treffen will. Nächste Folie bitte. Das ist jetzt zusätzlich schwierig, weil der ländliche Raum über die Zeit natürlich kein konstantes Phänomen ist, sondern es geprägt ist durch sehr viele Entwicklungen. Im Mittelalter war es sehr, sehr einfach zu bestimmen, was ländlicher Raum ist, weil Städte eine Stadtmauer hatten und außerhalb der Stadtmauern war es eben der ländliche Raum. Es gab auch sehr starke Zuordnungen, was die Aufgabe der Städte war und inwiefern der ländliche Raum praktisch hier seine Rolle fand. Eine komplett unterschiedliche Wirtschaftsstruktur auch zwischen Städten und zwischen ländlichen Raum, die aber im Laufe der Jahrhunderte und zuletzt auch in dem letzten und diesem Jahrhundert natürlich auch wieder durch Wandel sich ständig verändert haben. In Deutschland und ich denke mal in der Ukraine gibt es nicht mehr diese eindeutige Stadt- und Land-Dichotomie, sondern es ergeben sich Kontinuum zwischen Stadt und Land, einfach auch dadurch, dass sich Siedlungen ausbreiten, dass es einen suburbanen Raum gibt, der weder komplett Stadt ist noch komplett Land. Es gibt aber auch wirtschaftsstrukturelle Veränderungen, auch das hat Frau Pismener angesprochen, dass in ländlichen Räumen, vielleicht in der Ukraine, noch die Landwirtschaft sehr dominierend ist als Wirtschaftsfaktor. Aber auch andere, zum Beispiel Industrie, Dienstleistungen, eine hohe Bedeutung haben in der Wirtschaftsstruktur. Und das ist für Deutschland eben halt noch extremer. In Deutschland haben selbst in ländlichen Räumen die Landwirtschaft als in der Bruttowertschöpfung und in dem Anteil der Arbeitsplätze
eine sehr niedrige Rolle. Das ist Industrie, produzierendes Gewerbe, Handel und Dienstleistungen viel, viel bedeutender als Wirtschaftsfaktoren. Nächste Folie bitte. Ja, die können wir überspringen, das habe ich schon gesagt. Insofern ist es nicht ganz einfach zu sagen, was ist jetzt städtischer Raum, was ist ländlicher Raum. Hier ist einmal dargestellt, dass wir als Institut im Prinzip 1981 schon begonnen haben, ein Monitoring-System für die gesamträumliche Entwicklung auf kommunaler, meistens Kreisebene aufzubauen und dafür auch natürlich schon uns Gedanken gemacht haben, welche Raumklassifizierungen nach Stadt und Land hier adäquat sind, um als geeignetes Instrument für die räumliche Entwicklung zu betrachten. Diese Typisierung wurde dann nach der Wiedervereinigung auch auf Ostdeutschland ausgeweitet. Und ab 2012 haben wir allerdings unsere Klassifizierung ein wenig vereinfacht. Wir hatten bis dato immer eine Art von Kombination von zentral und verdichtet gegenüber peripher und gering verdichtet und haben ab 2012 unsere Stadt-Land-Typisierung einzig und allein auf Siedlungsstrukturmerkmalen aufgebaut. Nächste Folie bitte. Sie können diese Folie auch überspringen, das hatte ich jetzt gerade schon erläutert. Das also ist quasi die Klassifizierung, wie wir als Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung den Raum klassifizieren in kreisfreie Großstädte, in städtischen Raum, der durch Suburbanisierung viel stärker verdichtet ist als ländliche Räume. Und die beiden grünen Kategorien machen nochmal eine Unterscheidung bei den ländlichen Kreisen, ob sie Verdichtungsansätze zeigen oder ob es sich um dünn besiedelte ländliche Räume handelt. Als Kriterien nehmen wir nur heran, wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, der in Groß- und Mittelstädten lebt und wie die Einwohnerdichte gegeben ist. Und in dieser Kombination der beiden Kriterien finden wir dann diese Vierer-Klassifizierung. Diese Betrachtung hat sich sehr stark auch in der Wissenschaft etabliert, in den Raumwissenschaften. Das liegt natürlich auch daran, dass diese Kategorisierung schon eine lange Tradition hat. Nächste Folie bitte. Das Thünen-Institut, das auch ein Forschungsinstitut ist, das aber für das Ministerium das Landwirtschaftsministerium arbeitet in seinen Forschungshintergrund, hat quasi auch auf Basis dessen, dass es ja in den GAP die zweite Säule etabliert worden ist, nämlich neben der Landwirtschaftsförderung auch die Förderung der ländlichen Räume als zweite Säule aufzubauen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Thünen-Institut sich auch vorgenommen hat, einen Landatlas, ein Monitoring-System zu etablieren. Es hat aber auch aus der Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums einen anderen Blick auf die Bundesrepublik und auf seine Teilräume. Das sage ich gleich. Und in diesem Landatlas gibt es natürlich erstmal praktisch einen Einblick, wie die Raumtypik ist. Das machen die an einem Index fest. Aber daneben, neben dieser Raumkategorisierung, verwendet das Thünen-Institut für seinen Landatlas sehr, sehr viele Informationen, die wir praktisch auch zur Verfügung stellen. Das heißt, das Thünen-Institut oder der Landatlas bedient sich der Dateninfrastruktur des BBSR. Nächste Folie bitte.
Die eigentliche Typisierung in Stadt und Land, beziehungsweise die eigentliche Typisierung des Thünen-Instituts ist basiert auf zwei Dimensionen. Wir haben eine Dimension der Ländlichkeit, da gehe ich gleich drauf ein, und eine zweite Dimension aber der sozioökonomischen Unterschiede. Der Hintergrund dessen, dass das Thünen-Institut mit dieser zwei Dimensionen arbeitet, ist, dass sie von vornherein sagen, es gibt nicht den ländlichen Raum, sondern es gibt ländliche Räume, also Plural. Und eine grobe Unterscheidung ist praktisch, ob ländliche Räume Probleme oder Vorteile haben, was die Wirtschaftsstruktur, was auch die demografische Komponente oder die Komponente des sozialen in ländlichen Räumen begünstigt oder erschwert. Nächste Folie bitte. Aber im Vergleich zu unserer BBSR-Typik, den Siedlungsstrukturtypen, ist quasi die Dimension des Ländlichen, der Thünen-Typologie praktisch die, was man am ehesten vergleichen kann. Und da verwendet das Thünen-Institut einen Index, einen sogenannten Index der Ländlichkeit. Und dieser Index basiert auf 5 Indikatoren. Wozu gehören die Siedlungsdichte, der Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Fläche, der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser, ein regionales Bevölkerungspotenzial. Also das muss man sich so vorstellen, dass dort quasi die Tagesbevölkerung zusammengezählt wird, also wo man auch abbilden kann, ob einfach durch Kunden oder Bevölkerungsschwerpunkte, Einrichtungen ihre Tragfähigkeit besitzen oder ob, wo das Bevölkerungspotenzial niedrig ist, es auch Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel Einrichtungen der Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Und als letzten Indikator haben Sie noch die Erreichbarkeit großer Zentren, das auch so ein Indikator ist für die Erreichbarkeit oder die Zentralität oder die periphere Lage von Gebieten. Und diese 5 Indikatoren standardisieren Sie, das ist jetzt ein bisschen mathematisch, und fassen es zu einem Index zusammen. Und dieser Index hat dann Werte zwischen 0 und 1. Und Sie haben im Prinzip geschaut, gibt es eine bestimmte Lücke in der Datenreihe, wo man praktisch abtrennen kann, welche Gebiete als nicht ländlich zu betrachten sind und von den anderen Gebieten, die als ländlich zu betrachten sind, quasi so eine Gleichverteilung in weiteren 4 Stufen. Was interessant ist an dieser Sichtweise, finde ich, dass man hier von nicht ländlich spricht, anstatt von städtisch. Und das betont auch noch ein bisschen, dass es eben halt unterschiedliche Sichtweisen geben kann auf einen Raum und eine Raumentwicklung. Nächste Folie bitte. Hier kann man nochmal gegenüber sehen, was die Unterschiede zwischen der BBSR-Typik, der siedlungsstrukturellen Kreistypen sind und dem Index der Ländlichkeit der Thünen-Topologie. Also wir haben einen vollständigen Blick auf die Räume. Wir betrachten auch Räume in der Zusammenschau zwischen städtischen und ländlichen Räumen. Wir sind also flächendeckend, während das Thünen-Institut die nicht ländlichen Räume auch in seinem Landatlas zum Beispiel nicht betrachtet, sondern nur die Kategorien, die ländlich sind. Wir haben versucht, unsere Typik auf ein sehr einfaches Indikatorenkonzept zu stützen, die immer auch sehr leicht zu aktualisieren sind. Jährlich überprüfen wir deswegen auch, ob es sich Neuzuordnungen verschiedener Teilregionen geben muss, während das der Index des Thünen-Instituts doch sehr komplex ist und auch ein Verfahren benutzt, was manchen überhaupt nicht geläufig ist oder man ein bisschen statistische Kenntnisse haben muss im Vorhinein,
Und es ist eben auch ein künstlicher Index, der also Werte einnimmt, die man nicht mehr direkt interpretieren kann. Nun hat man jetzt, das konnten Sie vielleicht oder das können Sie auch im Nachgang noch im Vergleich der Karten sehen. Nächste Folie bitte. Durch diese unterschiedliche Betrachtungsweise auf den Raum, durch unterschiedlichen Kategorien, auch eine verschiedene Aussage, wie viele Menschen zum Beispiel in ländlichen Räumen leben oder wie viele Menschen in städtischen Räumen leben. Das heißt, Sie bekommen, wenn Sie zahlen, wenn Sie ein Monitoring mit Indikatoren führen, möglicherweise, also nicht nur möglicherweise, sondern tatsächlich auch unterschiedliche Aussagen dahingehend, wie die Werte denn jetzt exakt sind. Also, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie die siedlungsstrukturellen Kreistypen nehmen, nur 3,4% der Fläche gehört zu den Großstädten, 31,7% der Fläche sind städtischer Raum. Dagegen sind aber nach der Thün-Typologie also sowohl die 36,2% der Fläche eher ländlich, also durchaus schon ländlich, und 55,1% sehr ländlich. Das heißt also, die Betrachtung des Thün-Instituts ist eher, dass Deutschland nach wie vor ein sehr ländliches Land ist, ein ländlich strukturierter Staat ist. Ich habe hier jetzt in der Folie, das können Sie sich aber vielleicht in Ruhe einfach mal anschauen, noch ein paar Tabellen aufgezeigt, um zu sehen, also wenn man solche Werte ausgibt, bekommt man sehr unterschiedliche Werte. Was aber interessant ist, wenn wir auch von ländlicher Entwicklung sprechen, dann sind es natürlich so Entwicklungsindikatoren. Nächste Folie bitte. Zum Beispiel, wie hat sich die Siedlungsdichte in den Regionen verändert? Und dann kann man, wenn man sich so jetzt ein bisschen mit der Tabellen befasst hat, sehen, dass Tendenzen stärkerer Verdichtung oder wo die Siedlungsdichte gleich geblieben ist oder wo die Siedlungsdichte abgenommen hat oder stärker abgenommen hat, dass die auch die Werte hier unterschiedlich sind, aber die Tendenzen sind die gleichen. Nächste Folie bitte. Das ist jetzt eine kleine Zusammentragung von grundlegenden Indikatoren, die wir sehr häufig benutzen, wenn wir über ländliche Entwicklung, also nicht über Landwirtschaftsentwicklung, sondern ländliche Entwicklung sprechen. Und es handelt sich hierbei um recht viele Entwicklungsindikatoren, aber auch um einige zentrale Indikatoren, zum Beispiel der Daseinsvorsorge oder aber auch der Bevölkerungsstruktur. Und was ich mit dieser Gegenüberstellung der Siedlungsstrukturtypen und der Thünentypologie nur zeigen möchte, ist, dass die exakten Werte unterschiedlich sind, aber dass die Grundaussagen, wie unterscheiden sich jetzt ländliche Regionen gegenüber eher städtischen Regionen, wie ist ihre Entwicklung, doch in die gleiche Richtung laufen und auch zentrale Aussagen identisch sind. Wenn ich jetzt zum Schluss komme, dann war es mir jetzt ein Anliegen, Ihnen ein bisschen zu verdeutlichen, dass wenn Sie jetzt ein Monitoring oder ein Landatlas aufbauen, dass Sie eventuell nochmal sich überlegen, was sind zentrale Kennziffern, die Bedeutung haben für die Ukraine. Wie würden Sie jetzt die Ukraine typisieren, beziehungsweise in städtische oder eher ländliche Regionen einordnen? Und unabhängig dessen, ob jetzt Sie, welche Typisierung Sie auch finden und ob das jetzt gleich ist, wie eventuell Universitäten das für die Ukraine eventuell sehen, bedeutend ist quasi, dass an solchen Monitoring-Systemen, dass sie Informationen zur Verfügung stellen, dass Politik sich auf diese Informationen stützen kann. Das ist aber jetzt
eher ein persönliches Moment. Sie beginnen, wenn ich Herrn Sasse richtig verstanden habe, eher damit, jetzt erstmal Indikatoren zusammenzutragen für die Agrarstruktur und auch die landwirtschaftliche Entwicklung, aber um dann das, was Frau Pismenner am Anfang gesagt hat, meiner Meinung nach auch wichtig ist, sollten Sie sich auch überlegen, andere Indikatoren der demografischen und auch der wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomischen Faktoren mit aufzunehmen. Vielen Dank. Spasiba, Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Milbert. Ich weiß, dass Sie schon sehr viele Erfahrungen haben, dass Sie auch einen so einen breiten Ansatz dargestellt haben, was das Instrument von Landatlas angeht. Wir verstehen, dass es in Deutschland ganz verschiedene Ansätze gibt, verschiedene Schulen. Es gibt auch Ihr Institut und auch Thünen-Institut. Und diese Begriffe sind sehr wichtig und die Bestimmung von verschiedenen Indikatoren. Sie können dann verschiedene absolute Ergebnisse, aber das ist auch vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, der wichtigste Bestandteil sind ja auch diese Entwicklungstendenzen, die dann auch die Grundlage für die politischen Entscheidungen bilden. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, da kann man auch sich auch nicht so zu wissenschaftlich vertiefen, in diese Begrifflichkeiten tiefen, weil die Trends, die Tendenzen fast gleich sind. Und es ist sehr wichtig, weiterzugehen als diese wissenschaftlichen Diskussionen zu führen. Sie haben dann absolut richtig bemerkt, dass der erste Schritt und auch die Begrifflichkeit von diese Bestimmung von diesen Indikatoren, das können wir ja natürlich machen von der Seite des Projektes unter Hilfe von unseren Experten. Das ist so ein quasi wissenschaftlicher Ansatz, aber andererseits fehlt uns auch an politischer Unterstützung, an politischen Entscheidungen zu diesen Kriterien, damit sie uns sagen, ja, diese Kriterien passen uns, wir entwickeln uns weiter mit diesen Kriterien, das steht uns allen noch bevor. Und ich würde mich freuen, das alles mal zu sehen, welche Ergebnisse wir bekommen. Ich würde unsere Kolleginnen und Kollegen von unseren Oblasten mal bitten, dass sie auch mal zum Wort kommen. Konstantin, ich sehe hier Konstantin nicht. Lina ist da. Lina, vielleicht sagen Sie was aus der Oblast, aus dem Gebiet Lviv. Ich weiß nicht, wer heute dabei ist. Ich eröffne damit die Diskussion, Ihre Vorschläge, Ihre Fragen, Ihre Hinweise, Bemerkungen. Keine Fragen noch, aber ich möchte eine Frage an Frau Milbert stellen mal. Wir leben jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, der Deindustrialisierung, dass die Menschen jetzt mal versuchen, aus den Städten in ländliche Gebiete umzuziehen. Einige sagen, dass es jetzt schon rückwärts geht. Die erste Frage an Sie. Bestätigen Sie, ja, haben Sie dann statistische Angaben darüber, dass die Menschen jetzt, dass die Menschen jetzt nicht aus dem ländlichen Gebiet in die Städte umziehen, sondern umgekehrt. Es gibt da verschiedene Beispiele, aber gibt es da bestimmte Tendenzen? Und was diese Dezentralisierung angeht, wie sehen Sie das in der Zukunft? Wenn die Digitalisierung,
ja, nicht die Dezentralisierung, sondern die Digitalisierung, und André kommt jetzt zum Wort, wenn die Digitalisierung dann, wenn sich das weiter entwickelt, dann hat diese Digitalisierung auch so einen rückwärtigen Effekt, dass die Menschen sich erlauben können, in ländlichen Gebieten zu leben, mit so einem Schlüsselwort wie Homeoffice. Sie müssen dann nicht unbedingt jeden Tag ins Büro zu kommen. Das gehört vielleicht auch nicht zu Ihrem Thema, aber Ihre Meinung wäre für mich auch interessant, oder unsere Kollegen haben dann weitere Hinweise dazu, bitte. Ja. Also wir haben eigentlich jetzt, wenn wir in Deutschland die Wanderungen betrachten, vor allem auch die Binnenwanderungen zwischen den Regionen innerhalb Deutschlands, eigentlich immer beides. Und das wird so ein in der Öffentlichkeit und auch in der politischen Diskussion immer ein bisschen vernachlässigt. Es wird entweder mal von Stadtflucht gesprochen, das gab es zeitweilig so in den 70er, 80er, 90er Jahren. Dann kam die Landflucht wieder, also man machte das sehr fest, stark fest an den Bevölkerungsverlusten und auch den negativen Wanderungssalden der ländlichen Räume. Aber wenn wir die Zahlen beobachten, haben wir immer beides. Also wir haben nie immer nur eine Richtung von den Städten in den ländlichen Raum und auch nicht von den ländlichen Räumen in die Städte. Das ist sehr altersspezifisch. Also durchaus gibt es gerade bei der jüngeren Bevölkerung eine Tendenz, von ländlichen Räumen in städtische Räume zu wandern. Aber wir haben auch sehr viel Wanderung dieser Altersgruppen von ländlichen Räumen in andere ländliche Räume. Und es gibt eine Tendenz von Bevölkerungsgruppen, die so in dem Familiengründungsalter sind, die auch interessiert sind, ein Haus oder Immobilien zu erwerben, die von den Städten raus ist. Aber man kann nicht sagen, die geht dann in die ländlichen Räume, sondern eher in stadtnahe Räume oder in den suburbanen Raum. Diese Diskussion um, was kann Digitalisierung leisten, damit wird dann praktisch der Zwang für Menschen aus ländlichen Räumen abzuwandern in städtische Räume gebrochen, weil sie eben halt nicht mehr in städtische Räume arbeiten. Das ist also es gibt sowohl Tendenzen, die das belegen, ja, es gibt gerade jetzt auch, wo durch die Corona-Pandemie hier in Deutschland das Homeoffice also wirklich plötzlich sehr propagiert wurde und die Erfahrungen auch sehr positiv sind, gibt es auch, wenn man die Menschen fragt, tatsächlich eine Vorstellung von bestimmten Leuten, die sagen, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt gar nicht mehr in der Stadt unbedingt leben zu müssen, sondern aufs Land zu ziehen. Allerdings wäre ich persönlich jetzt noch ein bisschen vorsichtig, daraus direkt einen Trend zu machen, weil die Vorzüge der Stadt, die auch von vielen Menschen geteilt worden sind und wo man einen starken Zuzug vor allem in die Großstädte auch erlebt hat, so zwischen 2000, 2010, waren doch, dass dort einfach auch der Lifestyle und das Pulsieren, also dieses viele Menschen treffen, die vielen Möglichkeiten eben halt auch sehr attraktiv auf viele erschienen sind. Ich denke, es gab immer Phasen, wo sich Stadt-Land-Wanderung oder Land-Stadt-Wanderungen abgewechselt haben. Und es ist durchaus möglich, dass jetzt wieder eine Phase kommt, wo die ländlichen Räume tatsächlich wieder mehr Zuwanderung haben können aus den Städten heraus. Aber wie stark jetzt die Impulse auch durch das Digitalisieren und dieses Homeoffice, also arbeiten, wo immer man will, wie stark die sich jetzt dann durchschlagen werden, auch in größeren
Wanderungsbewegungen. Also das müssen wir einfach abwarten. Ich freue mich, alte Freunde zu sehen, Viktor Sheremeta. Wenn Sie noch Fragen haben oder Hinweise haben, Sie haben Ihren Bildschirm eingeschaltet, dass Sie noch etwas beitragen können. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen bei dieser Veranstaltung. Ich freue mich, auch alte Freunde, alte Bekannte zu sehen. Wir haben uns mehrmals schon getroffen. Was möchte ich zu unserem Treffen, zu unserer Konferenz sagen? Für mich war es interessant, unsere deutschen Kollegen zu hören. Ich habe dann diese Typologie von Räumen gesehen. Ich sehe, dass die ländlichen Gebiete, was die Altersstruktur angeht, dann sehen die Städte und die ländlichen Gebiete fast gleich aussehen. In der Ukraine leider verlassen junge Menschen die ländlichen Gebiete in die Städte. In unserer Oblast Kiew ist es natürlich die Stadt Kiew und die ländlichen Gebiete, die werden dann immer wieder älter. Und Frau Männer hatte schon gesagt, was die ländliche Entwicklung angeht. Nach meiner Ansicht bildet die Grundlage für die ländliche Entwicklung bildet der Mensch, der Bauer, der da lebt. Und zwar dieser Unternehmer, dieser Farmer, der da lebt, der da auch Kinder zur Welt bringt. Und deswegen entwickelt sich auch die ländlichen Gebiete. Ich lebe zwar auch im ländlichen Gebiet, in einem Dorf. In unserem Dorf gibt es so circa 10 Unternehmer und in dem benachbarten Dorf dann gibt es da keine individuellen Bauernwirtschaften. Und wir haben ganz gute Geburtsraten und im benachbarten Dorf, wo wir keine Farmers haben, dann ist die Geburtenraten viel niedriger. Was möchte ich damit darstellen? Ich sehe, dass Sie sich lächeln. Einerseits ist es so eine subjektive Einschätzung, aber andererseits, wenn Bauern einfach im Dorf leben, arbeiten, dann ist es auch Anstoß für die Entwicklung von anderen Bereichen, von anderen Branchen. Das ist auch der Anstoß für die Entwicklung der ländlichen Gebiete insgesamt. Und die Grundlage für die ländliche Entwicklung soll auch Unternehmer, ein Bauer sein. Und Natalia hat auch mal erwähnt, dass wir auch nicht so viele Genossenschaften in der Ukraine haben. Ja, das haben wir. Das ist auch die objektive Realität, wie sie haben dann die sowjetischen Kolchosen verlassen. Aber in der Ukraine gibt es keine kritische Masse an Bauern, die sich vereinigen würden. Wir haben dann 20.000, 30.000 individuelle Bauernwirtschaften, aber das sind zu niedrige Zahlen von Menschen, die sich vereinigen können. Und wir müssen dann auch die Unternehmer entwickeln und fördern diese individuellen Bauernwirtschaften, weil sie auch die Entwicklung von anderen Branchen anstoßen. Wenn die Menschen da sind, dann entwickelt sich Bildung, dann entwickeln sich Services, Gesundheitswesen und insgesamt. Das ist eine der Richtungen. Das ist eine der wichtigsten Richtungen. Ich habe heute unsere Kollegen aus Deutschland gehört. Das sind ganz interessante Erfahrungen, ganz interessante Analysen, dass solche statistischen Angaben existieren. Aber Deutschland
das ist Deutschland, das ist auch die, das ist schon die West, das ist schon Westeuropa, das ist schon eine gut entwickelte Demokratie. Ich würde dann ganz gerne auch osteuropäische Erfahrungen kennenlernen. Die sind ja auch näher an uns. Wie Bulgarien zum Beispiel angeht, wie entwickelt sich da, wie da auch ländliche Gebiete vernachlässigt wird. Und dann haben wir Polen. Und in Polen wächst die Zahl der ländlichen Bevölkerung zu. Und da können wir auch diese Zusammenhänge analysieren. Und zwar positive polnische Erfahrungen und negative bulgarische Erfahrungen, damit wir das in der Ukraine nicht wiederholen. Leider gehen wir eher in die Richtung von Bulgarien und nicht in die Richtung von Polen. Und in dieser Diskussion würde ich gerne hören, was wir besprechen. Ich würde gerne auch, dann, wenn ich nicht recht habe, dann würde ich gerne Widersprüche hören, aber ich bin überzeugt, dass sich die ländliche Entwicklung auf die Menschen stützen, die da leben und arbeiten. Danke. Darf ich? André Stefanov. André, da, kann ich schon. Пожалуйста, André, я передаю непосредственно вам слово. Schönen guten Tag. Es freut mich, dass wir heute die Zeit und die Gelegenheit gefunden haben, um dieses wichtige Thema zu besprechen. Wir haben heute einen Feiertag. Ich glaube, dass alle damit verstanden sind, was Herr Schremeter schon gesagt hatte. Aber jede ländlichen Gebiete haben ihre Besonderheiten und alle haben dann jetzt die Aufgabe übernommen, die sehr wichtig ist. Und das ist für die staatliche Ebene sehr wichtig. Heute hören wir nicht nur zu. Ich möchte persönlich auch unseren Gedanken aussprechen, die wir erzählen, auch über die Vorschläge der Zusammenarbeit. Frau Pismena hat gesagt, dass sie dann ins Ministerkabinett die Entwicklungsstrategie bis 2030 eingereicht haben. Aber das Regionalministerium hat schon die Liste zusammengestellt. Welche Liste? Die Liste der Abteilungen zusammengestellt, die dann auch in den neuen Regionverwaltungen arbeiten werden. 1200 Gemeinden, die wir irgendwie bearbeiten möchten. Das ist auch eine sehr komplizierte Aufgabe. Und der Staat geht auch einen anderen Weg. Das Regionalministerium wir haben dann 25 Kreise, wo das ganz anders betrachtet wird. Es geht um die Raumordnung. Es geht um die, wenn wir Region nehmen, Kiew, Zhytomyr oder Lviv, da gibt es 3-5% der Fläche sind es Städte und unsere Frau Milbert hat gesagt, dass das sind viel zu viele Kriterien, da kann man sich verwickeln. Und wir möchten so einen systemischen Ansatz anbieten. Ich sage Ihnen jetzt offiziell, sehr geehrte Vertreter, APD-Vertreter, wir haben ganz enge Zusammenarbeit mit der staatlichen Agentur. Ja. Mit der Raumagentur. Und die geben uns absolut kostenlos diese Ortofotos einmal pro Woche. Und dann haben alle notwendigen Angaben dazu. Und deswegen würden wir Ihnen vorschlagen, für Ihren Atlas Folgendes vorschlagen. Und zwar, das ist auch ein Vorschlag, diese Daten zu nutzen. Mhm.
wir können uns mit Ihnen treffen und dann weiterentwickeln. In der Oblast Zhytomyr auf Grundlage der Agraruniversität Zhytomyr haben wir so ein Cluster gebildet und zusammen mit dieser staatlichen Raumagentur, also Weltallagentur, und wir entwickeln so einen Atlas, aber der ist lebendiger. Er kann modellieren, er kann Prognosen aufstellen. Und er fokussiert sich zwar auf die Regionen, auf diese Kreise. Und wenn Sie so eine Gelegenheit, so einen Wunsch haben, dann bitteschön, wir haben viele Erfahrungen. Wir arbeiten mit der Oblast Zhytomyr, Donetsk und Odessa. Lviv kann sich anschließen. Wir sammeln dann Daten, notwendige Daten. Das ist auch an konkrete Punkte angebunden und das funktioniert halt ganz gut. Wir können das auch ganz gut machen. Meine Mission liegt darin, Sie zu hören, und Sie haben sehr viel getan und ich möchte Ihnen vorschlagen, zusammenzuarbeiten. Solange 2 oder 3 Ministerien streiten, wer von Ihnen für die ländliche Entwicklung zuständig ist, dann machen wir arbeiten unmittelbar mit diesen Problemen und wir bereiten einfach so einen Algorithmus vor für die Menschen, die damit später arbeiten werden. Vielen Dank, André. Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Wir kommen zu Ihnen auf Sie zurück. Wir treffen uns und unsere Hauptaufgabe von der Seite des Projektes und von der Seite des Ministeriums für Agrarpolitik, von dem künftigen Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung, da soll der Fokus auf der Agrarwirtschaft liegen. Das ist ja absolut verständlich, das ist zu berücksichtigen, das entspricht auch deutschen Erfahrungen und wir haben das heute schon mehrmals erwähnt. Die regionale Entwicklung und die ländliche Entwicklung ist viel breiter als die Landwirtschaft. Wir in unserem Projekt zusammen mit dem Ministerium fokussieren uns auf den Beitrag der Landwirtschaft zu dieser Entwicklung. Das regionale Ministerium hat natürlich seine Erfahrungen, seinen Blick und vielleicht soll genau das Regionalministerium soll das alles zusammenführen, Gesundheitswesen, Schulen, Bildung und so weiter. Ich würde jetzt das alles nicht auflisten, die wirtschaftliche Entwicklung in einen gesamten Komplex zusammenführen und wir arbeiten einfach an dieser kleinen Schiene, an diesem kleinen Bestandteil, und zwar Entwicklung der Landwirtschaft. Ich würde jetzt das Wort an Tatjana Wasilkowska übergeben. Sie wartet schon sehr lange. André, natürlich können Sie noch ergänzen, aber zuerst hören wir Tatjana zu. Tatjana ist nicht zu hören. Leider ist Frau Tatjana nicht zu hören. Dann können Sie Ihre Frage einfach ins Chat schreiben. Ich würde noch
ein paar Worte dazu sagen, was Herr Schrimmetta erwähnte. Ich bin absolut einverstanden. Alles, was wir machen von der Seite der Politik, das sind Menschen. Das ist das Wichtigste. Das ist alles natürlich auf die Menschen und nicht auf die Gegenstände gerichtet. Im Zentrum, im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht ja immer Mensch. Aber müssen wir uns vorstellen, wie die Landwirtschaft 2040 aussieht? Ich glaube, dass die Digitalisierung einen sehr hohen Beitrag in die Entwicklung zur Entwicklung der Landwirtschaft macht. Und das entwickelt auch Menschen. In diesem Zusammenhang müssen wir darüber denken, was machen dann die Menschen in den ländlichen Gebieten? Das sind dann schon vielleicht andere Branchen, geht schon vielleicht nicht mehr um die Verarbeitung oder um, das geht um die Freizeit, um Kultur, um die Dinge, die also nichts Materielles haben. In der fernen Zukunft haben wir dann ganz andere Standards der materiellen Versorgung und das bringt zu wichtigen Veränderungen in unserem sozialen Leben. Und Viktor Schrimmetta erwähnte, dass da die Geburtsraten gestiegen sind. Und mit hoher Erwartung, mit hoher Hoffnung warte ich auf diese Entwicklung. Tatjana, versuchen Sie nochmal. Ja, sie ist jetzt zu hören, die ist jetzt zu hören. Vielen Dank, Volker, dass Sie auf mich gewartet haben. Leider kann ich jetzt die Kamera nicht einschalten, weil die Internetverbindung sehr schlecht ist. Ich möchte noch ein paar Worte sagen. Es ist sehr angenehm, dass heute dieses Thema angesprochen wird. Die ländliche Entwicklung ist ein wichtiges Thema. Ich vertrete hier die Organisation, die für Imkerei zuständig ist. Wir vereinigen Imker aus 16 Regionen der Ukraine und wir glauben, dass der Imker genau der Bauer ist, der dann um sich herum die Gemeinde vereinigt, die dann die Grundlage, die Plattform von ländlichen Gebieten bildet. Die ganze Familie von einem Imker lebt auf dem Land und die Arbeit, die Imker machen, diese Bienen, sie bestäuben verschiedene landwirtschaftliche Kulturen und die Bienen erhöhen dann die Ernte von Gärten, von Feldern. Ich möchte einfach Sie einfach zu konkreten Gruppen der Bauern bringen, die dann ganz konkret daran arbeiten. Sie bleiben ja in Ländern, sie ziehen nicht in die Stadt um, sie bleiben im Land, sie entwickeln die Dörfer, ihre Kinder bleiben in Dörfern. Wir arbeiten auch mit Imkern aus den Städten natürlich, um dann bestimmen zu können, welche Luft wir einatmen. Aber die ländliche Entwicklung liegt an jedem Bauern, der da lebt. Wir haben 400.000 Imker in der Ukraine. Zusammen mit Familien sind es 2 Millionen Menschen. Das sind Menschen, die das Zement der ländlichen Entwicklung bilden. Und zu uns kommen jetzt junge Menschen, die sich mit Verarbeitung befassen, die ihre kleineren Betriebe bilden und gründen und wir glauben deswegen, dass wir die ersten Menschen sind, die dann ländlichen Gebiete entwickeln, weil wir diese Mission haben. Bestäubung, Befruchtung und in dieser Statistik spielen die Imker die zentrale Rolle, wie schon Herr Schrimmetta sagte.
Das sind die Menschen, die unmittelbar auf dem Land arbeiten und die die ländlichen Gebiete entwickeln. Und wenn wir das auch als Branchen ansehen, dann wäre es ganz gut auch, weil wir dann diese ländlichen Gebiete bestimmen können. Unsererseits können wir auch statistische Angaben zu verschiedenen Kriterien geben, ob die Imker, wie viele Imker wir heute haben, mit wem sie arbeiten, welche Gebiete sie bedienen, wie sich ihr Unternehmen entwickelt und wie das auch in der Zukunft aussehen kann. Das ist wirklich wichtig. Und die Imkerei ist heute sehr viel wichtiger, sprengt den Rahmen eines Bienenstockes. Wir sprechen jetzt um die Gesundheit, über die Gesundheit der Nation, über den Klimawandel und um die Raumordnung in den ländlichen Gebieten. Vielen Dank dafür, dass Sie mir auch das Wort erteilt haben und ich möchte unsere Imker unterstützen. Vielen Dank, Frau Wasilkiewska. Ich glaube, dass wir alle mit Ihnen einverstanden sind, denn die Imkerei spielte für die Ukraine eine sehr hohe Rolle. Daran liegt auch die Ernte, der Ernteertrag und so weiter. Ich freue mich, dass Sie jetzt zum Wort gekommen sind. Wenn wir mit diesem Landatlas nach vorne gehen möchten, dann muss die Imkerei auch in dieser Honigwirtschaft seine Rolle spielen. Und wenn Sie noch statistische Angaben haben zum Ausbau in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Gemeinden und Rajons, dann würden wir gerne mit Ihnen das alles mehr detailliert besprechen. Wir kommen auf Sie zurück in der nächsten Zeit. Ich bitte dann meine Kollegen, auch ein Treffen mit Ihnen zu organisieren, um zu hören, welche Daten Sie wirklich bereitstellen können. Für das Projekt Landatlas wäre ich Ihnen dankbar. André, wollten Sie noch was dazu sagen oder nicht? André ist nicht mehr da. Simon. Ich musste kurz umschalten. Ich wollte vielleicht noch mal kurz auf die technische Seite zurückkommen, Frau Milbert. Gerade vor dem Hintergrund der Dezentralisierung bilden sich ja hier auch neue, diese vereinigten territorialen Gemeinden, was natürlich auch sich in der Statistik widerspiegeln wird, beziehungsweise die Statistik, gerade was dann für den Landatlas verwendet werden soll. Die statistischen Daten werden wahrscheinlich noch ein bisschen oder auch die Methodik abgeändert werden müssen. Hier wäre die Frage, da ist mir aufgefallen, da Sie ja dann ab 93 auch diese kreisstrukturellen Raumtypen angegeben haben für Ostdeutschland. Wie haben Sie das da gelöst mit der Kompatibilität? Ich kann mir vorstellen, wenn Sie an der Methodik seit 1981 für Westdeutschland gearbeitet haben, gab es wahrscheinlich einige Diskrepanzen, wenn Sie das dann auch die statistischen Daten aus dem ostdeutschen Raum zusammengetragen haben. Ja, vielleicht kann ich gleich noch dazufügen. Entschuldigung, kann ich gleich noch dazufügen, die gute Frage. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass wir in der Ukraine starke regionale Reformbewegungen haben, also Strukturreformen regionale. Und wie wird sowas in Deutschland gehandhabt? Die gab es ja in Deutschland auch, gibt es in Deutschland auch. Ja. Wie handeln die das technisch? Also gute Frage. Vielen Dank, Simon. Ja, also vielen Dank für die Fragen. Zur Frage der jetzt nach der Wiedervereinigung kamen ja tatsächlich auch Kreise und Gebiete dazu, die von ihrer Siedlungsstruktur doch dünner besiedelt waren, als wir es vorher in Westdeutschland in den alten Bundesländern hatten. Das heißt, wir haben durchaus unsere Kriterien, also die Schwellenwerte, nicht unbedingt die Kriterien, aber die Schwellenwerte überdenken müssen, ob die dann quasi für die
jetzt dann für das wiedervereinigte Deutschland dann passend sind. Und wir sehen auch, also wenn man quasi nochmal einen Blick auf die Karte wirft, dass die Methode durchaus tragbar war, dass wir aber die und damit auch gut die unterschiedliche Struktur der Teilräume fassen können. Wir haben halt viel, viel stärkere Konzentration in Ostdeutschland auf große Städte und außerhalb dieser Großstädte sind die ländlichen Räume viel dünner besiedelt, strukturschwächer auch, als das in Deutschland der Fall war, also in Westdeutschland der Fall war. Also man muss im Prinzip, wenn man das Beobachtungsgebiet erweitert, mehr fragen, sind die Schwellenwerte angemessen? Die verwendeten Indikatoren als solche sind ja quasi durch die Methodik stärker schon vorgegeben. Die hat man sich ja vorher schon konzeptionell stärker überlegt. Zu den Gebietsreformen, ja, das hat uns natürlich von Anfang an begleitet. Direkt nach der Wiedervereinigung hatten wir insgesamt 540 Kreise und es gab über die komplette Zeit, also die vor allem Anfang der 90er Jahre, dann aber auch nochmal um 2000 und zuletzt 2008, 9 und 11 Reformen, nochmal starke Kreisreformen in neuen Ländern und wir haben jetzt 401 Kreise. Und wir machen das so, dass wir, also Gott sei Dank sind die Kreise oft durch Zusammenfassungen entstanden, aber nicht ausschließlich. Und wir berechnen im Prinzip unser Beobachtungssystem immer auf den aktuellsten Gebietsstand. Also die rückliegenden Zahlen rechnen wir mit einem relativ einfachen Schätzverfahren um. Wir haben da flächenproportionale Umrechnungsschlüssel, bevölkerungsproportionale, teilweise auch beschäftigtenproportionale, um nochmal den Unterschied zwischen wo sind die Arbeitsplätze und wo ist die Bevölkerungsschwerpunkte und rechnen dann immer auf den aktuellsten Gebietsstand um und stellen dann quasi auch rückwirkende Entwicklungen immer so dar, als wäre das Gebiet jetzt quasi immer so schon gewesen, wie es sich heute darstellt. Das bedeutet aber technisch, dass man immer wieder neu die Shapes einladen muss, dass man diese Umrechnung der Kennzahlen und älter auf zurückliegenden Statistiken machen muss. Wir haben das sehr viel über Programme, also Routinen dafür geschrieben, die im Hintergrund laufen und dann quasi das Endergebnis erst in das Monitoring einspeisen. Sehr interessant, Frau Milbert, und ich glaube für uns auch ein ganz wichtiger technischer Aspekt, den wir vielleicht in der weiteren Zusammenarbeit noch etwas tiefer behandeln sollten. Ich bin sicher, weil eben in der Ukraine ganz intensive Reformprozesse ablaufen, also in der Verwaltung, in den politischen Strukturen. Und ich habe schon immer darüber nachgedacht, wie man das macht. Und jetzt höre ich, also Sie haben da gute Erfahrungen. Und wenn es auch nur einfache Routinen sind, könnte mir sowas Ähnliches vorstellen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man das also flächenanteilsmäßig dann hochrechnet und zuschlägt im anderen Gebiet. Da gibt es sicher Verfahren, aber wir brauchen ja das Fahrrad in der Ukraine nicht neu erfinden und insofern wäre ich da Ihnen sehr dankbar, wenn wir auf Sie nochmal zurückkommen könnten und auch an diesem Bereich nochmal eine stärkere methodische Unterstützung bekommen könnten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, ich sehe nichts im Chat, Frau Ludas-Sajenko. Ja, natürlich, Natalia. Ja, bitte. Ich muss darauf reagieren, muss. Es war so viele gute und zielgerichtete Sachen gesagt wurde. Ich unterstütze auch den Vorschlag von Herrn Sherimeta. Egal, welche Veränderungen da verlaufen, egal, welche Ergebnisse der Wahlen wir bekommen, der lokalen oder staatlichen Wahlen, auf der Ebene der Gemeinde und auf der Ebene des Staates soll immer der Mensch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Wir haben
normale Lebensbedingungen in ländlichen Gebieten aufzubauen, damit die Menschen diese ländlichen Gebiete nicht verlassen. Das ist eindeutig. Und die Menschen brauchen in erster Linie Beschäftigung und Arbeit und auf dem Lande zu bleiben. Und unser höchstes Problem liegt darin, dass die Menschen keine Arbeit auf dem Lande haben. Wenn sie dann, oder sie möchten auch ein eigenes Unternehmen gründen, aber sie wissen nicht, was sie machen können. Sie haben zum Beispiel einen Bodenanteil aus den vorigen Generationen, aber sie wissen nicht, was sie mit diesem Boden zu machen haben, ob sie diesen Boden zu verpachten haben, ob sie dann selbst da etwas machen sollen. Und unsere Aufgabe liegt darin, den Menschen zu erklären, wie sie selbst, wie sie ihr Unternehmen selbst aufbauen können, wie sie sich selbst entwickeln können. Wo wir Arbeit, wo wir Beschäftigung haben, dann haben, da haben wir auch Entwicklung und nicht unbedingt in der Landwirtschaft, sondern auch in den benachbarten Branchen. Wo wir Arbeit haben, da wachsen auch Geburtsraten, da verlassen die Menschen diese Dörfer nicht mehr. Ich danke auch Frau Milbert dafür. Das waren auch sehr wichtige Informationen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir gerne auch diese Präsentation bekommen, um dann diese Empfehlungen tiefer zu analysieren. An André Stefaniuk möchte ich Folgendes sagen. Er hat auch ganz gute Vorschläge, ganz nutzvoll. Was die Entwicklung der ländlichen Gebiete angeht, was die Aufteilung der Zuständigkeiten unter Ministerien angeht. Wenn sich etwas vereinigt oder wenn, dann beginnen das alles zu teilen und wir als Ministerium haben dann entschieden, dass wir auch bestimmte Aufgaben übernehmen können. Und Frau Milbert hat es gesagt, und das habe ich am Anfang gesagt, dass wir auch erhebliche Unterschiede haben, was die Entwicklung der ländlichen Gebiete angeht und einfach die Entwicklung der Regionen angeht. Das Regionalministerium beschäftigt sich auch nicht mit der Landwirtschaft nicht. Die Agentur für Tourismus beschäftigt sich ja auch mit ländlichen Entwicklung nicht. Und das machen ja wir, unser Ministerium. Ich möchte mal sagen, dass wir auch Vorschläge zusammengestellt haben in den Gemeinden soll unbedingt ein Beamter da sein, der auch unmittelbar für ländliche Entwicklung zuständig wäre, also in dieser Verwaltung, in der Kommunenstruktur. Ich danke dem Projekt dafür, dass wir mit Ihnen schon mit in diese Arbeit gemacht haben. Wir haben da bestimmte Vereinbarungen, wie diese Weiterbildung von solchen Beratern stattfinden soll. Ich danke vielen für diese interessanten Beiträge, für diese inhaltsreiche Veranstaltung. Danke. Vielen Dank, Frau Pismena. Das war so ein Schlusswort. Ich möchte nichts mehr ergänzen. Alles wurde gesagt, was heute wichtig war. Wir haben schon heute alles besprochen, was für wichtig war. Ich sehe da keine zusätzlichen Fragen oder keine Bemerkungen zu diesem Thema. Ich möchte einfach darauf hinweisen,
Wenn Sie schon über die wenn Sie schon die Präsentation erwähnt haben, dann muss, soll ich sagen, darauf hinweisen, dass unser Projekt in der nächsten Zeit so eine Mediathek eröffnet. Das bedeutet, dass alle Veranstaltungen von uns da im Internet veröffentlicht werden, darunter auch die Aufnahme von dieser Veranstaltung. Und natürlich, die Präsentationen sind da auch vorhanden. Ich lade Sie zu unserer Website zu, weil diese Informationen Ihnen vom Nutzen sind und weil es Ihnen auch mal hilft. Ich wünsche Ihnen, in erster Linie möchte ich Ihnen für Ihre Teilnahme danken. Vielen Dank für Ihre Beiträge zu unserer Diskussion und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie alle gesund bleiben, trotz der Pandemie. Vielen Dank, alles Gute.